Mint und Vorlesen in Aktion. Heute mit allen Sinnen. Hören und fühlen. Wir wecken unseren Forschergeist. Ein Forscher muss wachsam sein, Dinge wahrnehmen und beschreiben können und das mit allen Sinnen. Heute konzentrieren wir uns auf den Gehör- und Tastsinn. Wir haben auch ein paar passende Buchbeispiele im Gepäck, die auf spielerische Weise unsere Sinne aktivieren. Und los geht's! Wir könnten auch ein einfaches Dosentelefon basteln. Aber nein, wir wollen heute Geräusche nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir brauchen eine Schüssel, Transparentpapier, ein großes Gummi, Salz und etwas zum Lärm machen, wie ein Backblech und Holzlöffel. Das Transparentpapier wird über die Schüssel gespannt. Jetzt streuen wir die Salzkörner obendrauf und wir machen Lärm. Einfach mal ausprobieren. Je nach Lautstärke tanzen die Körner unterschiedlich hoch. Das liegt an der Intensität der entstehenden Schallwellen. Schon gewusst? Fledermäuse orientieren sich in der Dunkelheit anhand von Schallwellen. Das ist doch ein wunderbarer Anlass, mehr dazu zu erfahren. Jetzt tasten wir uns zu unserem nächsten Sinn vor. Dazu benötigen wir blickdichte Beutel mit verschiedenen Gegenständen. Die Kinder bilden Pärchen. Die Aufgabenstellung ist leicht. Eines der Kinder ertastet den Gegenstand und beschreibt dem anderen das, was es fühlt. Im Gespräch und mit Fragen können viele Adjektive für die Beschaffenheit des Gegenstandes gefunden werden. Ist der Gegenstand eher weich oder fest? Glatt oder rau? So erfahren wir nicht nur, uns auf unseren Tastsinn zu verlassen, sondern auch die Erlebnisse, die wir machen, zu beschreiben und mit unseren bisherigen Erfahrungen zu vergleichen. Mehr Ideen für Ihre nächste MINT-Vorlese- und Experimentierstunde haben wir Ihnen mit Unterstützung der Deutsche Telekom Stiftung unter www.netzwerkvorlesen.de/mint zusammengestellt. Viel Spaß beim Ausprobieren!